Hallo liebe Spooktober Special Kinder! Wir sind bei Part Nummer 21 von Resident Evil 2 zum Spooktober Special. Wir sind mit der kleinen Pumpenraum. Meinung sind wir schon super weit im Endgame. Also es wird nur ins Labor kommen und Endgame Star. Vielleicht schaffen wir es in dem Part, vielleicht im nächsten Part. Man kann es so nicht sagen. Was sind denn die Kisten? Ist nicht mehr da. Weißt du? Geht's nach unten. Da. Das machen wir jetzt erst mit der Kiste. Das wird einfach viel sinnvoller sein. Ja, Mist. Wollen Sie den Schalter betätigen? Bitte einmal eins drücken. Gut. Ich kann eigentlich das geile Farbband ablegen. Aber ziemlich viel. Ja. Das Körper mal so wie es ist. Wir müssen ja ins Labor, weil unser Zug ist ja schon weitergefahren, wir sind nicht weitergekommen. Die Motoren überhitzt sind, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und auf geht's. Und es geht nach unten. Schub. Gut, ich muss mal da weg. Egal, ich kann es raus. Das ist durch. Na, oder? Ach. Das ist ein unnötig langer Part, weil ich einfach nur Kisten verschiebe. Da müssen wir so ein Game geben, oder eh voll oft so Kistenschiebe-Rätsel-Games, wo man so Kisten auf Stickkörper auf Zitronen schieben haben müssen. Aber da gibt es wahrscheinlich voll viele, wo man halt so einfach so einen Block auf den Schalter legen muss. Und man muss es halt irgendwie so lösen, dass man halt nicht stecken bleibt und auf jeden Knopf eine Kiste steht. Immer richtig furchtbar in diesem. Richtig furchtbar. Aber ich habe eigentlich nicht so die Geduld dafür gehabt damals. Aber es geht ja, versucht mal alles irgendwie. Und hofft dann irgendwie Spaß zu haben. Gut, verschlossen. E-Raum. Jetzt sagen's, das ist jetzt OWG. Und ich hoffe, dass die Kiste so bleibt. Sonst das muss ich weinen. Bitte bleib, wo du stehst. Wäre cool, wenn sie so einen Trigger eingebaut hätten. Ja, Relika. Wo sind sie? Ich schaue jetzt nach oben. Da ist er wahrscheinlich zum Einschalten, oder? Und jetzt ist wahrscheinlich die Slicker getriggert.
schon mal ganz sicher. Die schaut schon so. Oh. Los! Ich bin zu okay. Was hat das denn für Werksangehörige? Okay. Hätte ich die Säuregranaten mitgehabt, wäre das ein bisschen schneller gegangen. Die essen doch ziemlich viel von der Munition. Also, ah, die Kiste sind da. Super nice. Da war wenigstens das nicht umsonst. Das wäre wenigstens gratis und umsonst gewesen. Ah. Aufzug. Da oben noch, ne? Was ich jetzt gerade nicht mehr in Erinnerung habe. Ich bin gerade ein bisschen lost, um ehrlich zu sein. Ja, Moment. Das ist halt schon wieder ein Tag her. Zwei Tage sogar. Wenn wir die letzten Part aufgenommen haben. Da haben wir dann die Seife ziehen. Aber es ist halt so das Leben hinter dem hart. Ich glaube, das schaut gut aus. Okay. Zum Öffnen der Fluchtwege brauchen Sie den Hauptschlüssel. Sachen, was ich nicht habe. Ausstiegsschalter. Wollen Sie den Knopf drücken. Seine Pistole ein bisschen mehr gehabt hat. So, ich bin mit Zahlen nicht so gut drauf. Man, theoretisch hätte Sherry da drin sein sollen, aber die ist sicher nicht mehr da. Sherry? Where is she? Nein, das ist ziemlich gone.
da drin ist. Weil es ja eigentlich der Speicherraum. Ich als Handbücher oder so ein Flame Nades. Ich bin jetzt super für die Leaves brauchen. Wenn er die Pfeilpistole dabei weglegt. Abbänder? Ich glaube, so werden wir das machen. Nehmen wir mit. Was lassen wir da? Pfeilpistole lassen wir auch da. Nehmen wir dafür die Säuremunition mit. Das schaut doch ganz vernünftig aus. Mitnehmen? Nein, wir haben jetzt eh schon ziemlich gut abgestaubt. Jetzt haben Bücher. Wir sind es auf jeden Fall, dass wir vor allem die Fingerabdrücke noch machen. Das haben wir mit Lien ja ganz lange schon gemacht. Fürs True Ending. Sicherung jetzt auch noch immer draußen ist und ob das. Ah, ist eigentlich out. Genau, Strom absichert, hauptsächlich immer da raus können und durch haben einige Laborbereiche keinen Strom. Gehen wir da Richtung Blau. Genau, da müsste eigentlich hier wieder alles dicht sein, Blende ist fest zu. Schalter, wollen Sie den Knopf drücken? Ja, keine Reaktion. Da ist er, da passt. Gut. Und dann sicher gehen, dass da ungefähr das gleiche Szenario ist. Da haben wir die Eistür. Wofür Niedrigtemperatur-Experimente das Labor steht. Da ist eigentlich nur Wender. Ist ja richtig kalt sein und sie läuft da mit Shorts und Tanktop oder kurzen T-Shirt rum. Da holt sie noch wie ein Schnupfen. Sicherungsklemme. Das, ja. Die Daten. Aktion. Steuerung für Experimente extrem niedrigen Temperaturen. Genau, wenn eine Sicherungsklemme hätte. Auf geht's! Oh, ich weiß gar nicht, ob man noch die Motte sehen. Beste Endboss überhaupt. Müsste mit dem Flammenwerfer und mit dem Granatwerfer ziemlich ein cooler Gegner sein. Oh, man denkt, ich damals mit dem Flammenwerfer nicht besiegt. Absicherung. Nehmen wir gern mit. Coole Animation, by the way. Hab das immer ziemlich nice gefunden. So, da. Gehen wir die Sicherung einsetzen. Dann haben wir zumindest einen Strom. Ein Strom. Aber eigentlich müssen wir doch auch zur Schmotte, weil das ist ja die Registrations-PC. Die Aussprecher. Ja. Bitte einsetzen. Und dann haben wir Strom. Jetzt haben wir, glaube ich, den Blauen nochmal alles untersuchen. Und dass ihr die Schlüsselkarte, die eine Türkam aufnehmen, aber wir können wahrscheinlich noch nichts machen. Weil wir einen Fingerabdruck nicht haben. Aber es leuchtet zumindest schon mal. Wollen jetzt ihn drücken. Oh, das ist Kai wieder hinter.
da steht er auf Gelb, weil wir ja eigentlich, wie gesagt, schon einen Fingerabdruck hinterlassen. Es müssen zwei oder mehr, wie gesagt, anwesend sein. Zweiten, nein, möchte ich noch nicht. Staff only. Der Staff. Chef Type, das ist L gewesen. Gut, umstehen Umbrella. Ist er? No comment. Okay. Ah, das Feuerzeug gebraucht. Uff. So, ich sag mal ganz unten. Ich bin ganz sicher, dass sogar die Ibis kommen. Hallo. Und vergiftet. Das ist der Applaus gerade. Meine zumindest der geile Applaus gerade irgendwo. Wenn sie benutzen. Benutzer ist übrigens wieder mit dem Gast und kein Passwort. Passt. Das ist doch jetzt schon erledigt, ich brauche das Feuerzeug jetzt gerade nicht. Fett zumindest. Hat auch schönes. Sicherheitshandbuch, ah, das ist mit dem Gas. Bin mir sicher, brauchen wir das überhaupt? Müssen wir es einsetzen? Machen wir es einfach mal nicht. Ohrschlüssel mal mit. Ob wir das eigentlich durchratschen können. Dann müssten wieder die Lickers drin sein. Braucht jetzt ganz sicher schon was. Alles brainy. Passt. Hätte schlimmer sein können. Hätte besser sein können. Und normale Granaten. Nehmen wir mit. Die Claire hat leider kein Magnum. Aber dafür hat sie halt andere Mächte geworfen. Was haben wir da noch? Ingrims? Ingrims. Was geöffnet. Dann ob da raus dann wieder Ivys jetzt wieder kommen. Natürlich. Gratis Giftkraut.
Die Lecker, die hätten wir dann schon. Hätten wir schon kriegen können. Da ist gerade, wollen sie benutzen, bitte. Ah, gut. Gut. Das ist generell gut. Haben wir es gehabt? Na, schau. Gar nicht geschaut. Gott sei Dank. Kürzeren Part machen. Ich meine, wir haben jetzt eben 30 Minuten gehabt. Eigentlich haben wir das Labor schon ziemlich, wir sind ziemlich weit gekommen drin. Ich würde das eigentlich irgendwie gern speichern. Damit die Zombies wieder da sind. Alles tot. So, da. Ding, was wir nicht brauchen. Den Part. Können wir eigentlich gleich speichern? Also den Farbband verwenden. Fortschritt zu speichern. Oh ja. Oh ja. Passt, und dann das nächste Mal bei Part 22 weiter, Kilos. Dann jetzt dann doch wahrscheinlich das Ende werden. Alles gut, Kids. Wir sehen uns bei Part 22.